Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ja euch gerade in GTA gezeigt, was mein Lieblingsauto ist. Und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, was mein Lieblingsauto in Landwirtschaftssimulator 17 ist. In LS1917. LS17, so. LS17, genau. LS17, Landwirtschaftssimulator 17. Also Leute, diesen Wagen hier, ne? Ich finde den oberkrass. Allein wie der schon aussieht. Aber ich sage euch noch was, was ich krass finde. Ich finde diesen Wagen hier und diesen Trecker. Bin ich ja auch schon gefahren. Die beiden fand ich auch nice. Und dieser rote Trecker hier vorne. Den finde ich ja auch noch nice, richtig? Weil den habe ich jetzt viermal. Habe ich mir noch drei zugekauft. Ja, der Lizard Road, keine Ahnung. Okay, ich würde das so sagen, wir fahren mit den schönen Dingen. Ja, einmal bei Nacht, nee. So ein bisschen hier, ein bisschen Eindrücke bekommt, oh, ein bisschen schwer zu fahren, aber. Ich bin gestern schon mit dem Wagen gefahren, also. Ratet mal, wie schnell der fährt, ey. Der fährt richtig, aber 100 von 162. Wie geil ist das? Ich find's mega, dass man so ein Auto in LS17 schon hatte. Irgendwie, das so schnell ist. Boah. Und driften kann er auch. Ja. Schöne Drifting Move. Oh. Ist er davor gefahren, Dicke, der Kleine. Der Kleine Marlon. Ja, schön hier. Ja, und Drifting. Ja, geil. Drifting. Ja, gut. Ja, wartet. Ja genau, wir sind auf dem Bochumer Hof, wieder auf dem Bochumer Bauernhof unterwegs. Aber die Map hier, also das ist eine Map, Goldcrest heißt die. Und wie ihr seht, findet das Auto auf die Map geil. So wie ich auch. Ja, aber das ist jetzt mal ein richtiger Casanova hier auf dieser Map, dieses Auto. Dieses Auto fährt sich auch geil und so. Das ist mal ein richtiger Casanova. Dieses Auto. Richtig geil. Ja, hier wollte ich einbiegen. Hör mal den Hof hier an. Ich habe ja auch ein paar neue Scheinwerfer hingestellt auf dem Bochumer Bauernhof. Das kann man ja sehen. Ja, unser Hof ist voll. Also der ist ja auf Platz 1, der Wagen, sage ich nur. Man kann auch wunderbar mit den einparken. Aber wir fahren jetzt erstmal eine Runde noch. Wartet, von innen sieht er auch klasse aus. Sieht man jetzt vielleicht nicht so, weil es noch sehr dunkel ist, da hier ein Landwirt da in L17, aber boah, sonst ist da ein geiles Auto, finde ich. Kann man auch richtig schön lenken, so mit Gefühl. Ist noch eine Tankstelle.
kommt, glaube ich, so ein Sägewerk. Kurz mal irgendwie dumm gefahren, aber. Drifting. Wäre nicht die Laterne, wäre es ein geiler Drift-Move. Ja. Und damit sage ich wieder tschüss. Wie ihr seht, wird es auch gerade wieder hell. Ja, das war's mit diesem Video von den Landwirtschaftssimulator LS17. Also LS17 abgekürzt. Heißt es. Ich hoffe, es hat euch dieser kleine Streaming hier gefallen. Und ich hoffe, das Auto auch, das gefällt euch, weil meiner Meinung nach, es ist schnell, es ist geil, es sieht geil aus. Geile Farbe. Was kann man noch mehr rausmachen? Also, mehr kann man mehr nicht mehr aus diesem Wagen machen. Und, ja. Sieht schon geil aus. Ja, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht es aber um den Traktor dann, um den Fendt. Ja. Ja. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Euer Kermes Marlon.